Okay, dann gucken wir mal nach oben, weil da gibt es diese Questlieferung der ausgezeichneten Fruchtsaft. Sollten wir jetzt ja wohl allen da haben, ne? Fruchtsaft, warte. Hier ist das, ne? Dann die Schnellreise, Fruchtsaft haben wir 5-mal. Genau, da können wir nämlich die Quest abgeben. Mal gucken, was wir dafür Schönes kriegen. Ich weiß noch nicht genau, wo wir hin müssen zum Abgeben. Und dadurch, dass die Kristalle hier unten sind, werden wir ja auch nicht so... Wobei, warte mal. Geil! Du hast gerade einen legendären Schlüssel erhalten. Uraltes Geschenk, himmlische Belohnung. Was ist das jetzt für eine Quest? Warte, muss ich mal gucken, ob da irgendwas drin steht. Uraltes Geschenk. Drei legendäre Schlüssel schalten eine himmlische Belohnung frei. Okay. Kristalle sind am Mühe wert. Machende Kristalle verfügen über unheimliche Kräfte. Da haben wir noch nicht alle gefunden. Fruchtsaft haben wir gemacht. Seepaldinus, die T-Satz suchen wir noch. Störchentürme. Erklimmert die Störchentürme. 2 von 9 haben wir jetzt gemacht. Tagebucheinträge brauchen wir noch. Historie, Markttafeln fehlen uns noch. Noch einer. Noch 5. Aber da ist ja noch ein bisschen was vor uns. So, guten Tag, die Herrschaften. Mach die Oplus weg in der Hoffnung, dass hier noch was kommt. Dass hier noch ein bisschen Geld drin ist. Aber das sieht nicht so aus, als würden die uns Geld geben. Ah, ich habe drüben erwischt, okay. So. Hier muss irgendwo die Quest sein, scheinbar, wo wir das abgeben müssen, ne? Nee. Habe ich die Quest deaktiviert? So, jetzt hätte ich vielleicht nochmal auf die Karte gucken sollen. In die Richtung unten und da lang. Da oben irgendwo muss es sein. Dann kicken wir mal. Gut, dann doch. Ich bin in die falsche Richtung gerannt, ich Depp. Ach, Jungs. Erstmal durch. Und jetzt deaktivieren. So, dann klatsche ich euch erstmal weg. Du bist giftig. Okay. Da ist noch jemand. Entschuldigung. Gut, wir müssen da hoch. Irgendwo hier oben muss die Quest abgegeben werden, vielleicht bei dem mit dem Fragezeichen. Der ist aber hier drin, oder? Oder hoch ist der oben drauf? Keine Ahnung. Wenn ich das mache, geht's bloß weg, ne? Genau. Okay, Senpai, ich muss mal mit dir reden. Was willst du? Upgrades kaufen, natürlich. Hallo! Gewandtheit im Kampf ist immer ein bisschen schneller, das wäre nicht schlecht. Erhöht den Schaden von Gegenangriffen.
geht es nicht drum drin. Den Schaden von Kieselschleudern nutzt nicht so maximal das Level der Sonnenwende. Nutzt mir auch relativ wenig. Mach mal Gewandtheit rein. Und dann klatschen wir noch die erhöhten Schaden rein. Sodass wir nach und nach uns alles holen. Later. Ach, ist der da oben auf der... Wir müssen ja hier oben irgendwie... Hier gibt es ja auch keinen Eingang, ne? Aber hier ist kein Wasser drin, ne? Nein. Da ist kein Wasser drin. Also wir können es nochmal probieren, von hier oben quer rum zu laufen, ob das geht. Aber da oben ging es doch jetzt eben auch nicht rein. Wir können es nochmal durchgucken auf der anderen Seite, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir da durchkommen, hatte ich jedenfalls nichts gesehen. Na komm, nein, da lang. Auch keinen Weg. Wir können es mal gucken, wenn wir da rüberlaufen, ob wir dann quer rüberkommen. Wahrscheinlichkeit aber nicht groß. Aber wie wir da hochkommen, weiß ich noch nicht. Da finden wir bestimmt auch noch irgendwas. Da oben ist eine Tür. Doch, da oben ist eine Tür, da kommen wir bestimmt rein. Wir probieren das mal. Vielleicht bringt es uns ja was. So, ja, da oben ist die Tür. Und da ist auch irgendwas drin. Mal gucken, ob wir bei dem das abgeben können, ihr. Die Tränke. Und was es uns dann halt bringt. Ne? Okay, ich sehe Steine da drin. Aber da sitzt jemand. Erstmal schaue ich mir die Kiste an. 300. Bitteschön, wie halt. Bitteschön, Lukdan, dein Lieblingsgeschmack in einer Flasche. Oh, du fragst dich, wie ich 5 Flaschen in meiner Kleidung verstauen kann? Tiefe Tasche natürlich, aber zeig sie Dakta nicht. Du weißt, er will bestimmt, dass du sie teilst. Fest abgeschlossen, Fruchtsaft in der Flasche. Du hast gerade einen Julekittel erhalten. Toll. Klamotten haben wir gekriegt. Jetzt sehe ich nichts, warte. Können wir uns mal irgendwo hinstellen, wo ich was sehe? Das ist das, was wir die ganze Zeit anhaben, ne? Und wir können jetzt... Dann sind wir ganz in Blau. Ganz kurz was gucken. Okay, alles klar. So, damit ist die Quest erfüllt. Die Frage ist jetzt, gehen wir der Hauptstory nach? Oder gucken wir, was hier hinten ist? Weil hier hinten ist noch eine Tafel, eine Truhe sehe ich. Ein Brief. Nee, das ist ja der. Nee, halt, da muss noch mehr hinten sein. Wir haben ja den ganzen Bereich hinten noch. Ach komm, wir gucken mal nach hinten. Wir schauen einfach mal lang, was da ist. Vielleicht finden wir noch irgendwas Schönes. Wenn, wird es wahrscheinlich eh bloß Geld sein, so in der Art.
Also auch schön, wenn wir die Sidequests mal so ein bisschen nebenbei miterledigen. Und dann zur Kuppel der Jahreszeiten wieder zurück. Hier sind noch ein paar Pilze. Und ein paar von euch. Das Geld nehmen wir natürlich gerne mit. Du bist bestimmt auch noch einer. Nein? Nein? Niemand? Okay. Ich laufe erstmal den Hauptweg hier lang. Der ist nicht umsonst. Es kann auch sein, dass wir wieder zurück müssen, dass wir gar nichts damit machen können. Könnte genauso gut sein. So, hier liegt irgendwas auf. Was ist das denn? Aufgeschütteter Sand. Okay. Laufen erstmal gerade nach hinten. Mal gucken, was uns da erwartet. Hier erstmal noch ein paar Pilze. Hatten die nicht irgendwas mit Sandrudeln erzählt letztens? Lebenspunkte. Lebensenergie wäre sehr, sehr schön. So, da hinten ist irgendwas. Wo sind wir jetzt gerade auf der Karte? Ach, das ist der Punkt, wo wir jetzt gerade abdriften und hier drüben ist noch ein kleines Dörfchen. Kann aber sein, dass da überhaupt nichts drin ist. Oha. WTF. Das ist etwas, wo wir bestimmt erst zum Schluss rein sollen, so wie das aussieht. Das ist noch nicht unsere Zeit gekommen. Da bin ich mir fast sicher. Und hier könnte ich mir vorstellen, versteckt sich der schwarze Magier. Das könnte ich glauben. Oder böse Magier, wie auch immer. Aber cool sieht's aus, aber hier kommt bestimmt ein Portal. Ja, ist noch viel zu zeitig, dass wir hier sind. Aber ja, gucken mal. Illern darf man ja wohl mal, ne? Achso, ich sitze bei euch vor der Karte, ist das schlimm? Wenn euch das stört, müsst ihr es mir sagen. Dann können wir das auch anpassen. Fällt mir aber auch ein nach 5 Folgen. Ich schiebe mich mal ganz kurz zur Seite. Wieso? Dann sollte das passen. So, dann gehen wir Richtung Turm zurück. So, Lebensenergie ist wieder da. So, hier oben sind noch die Häuser. Aber das scheint auch nur einfach Häuser zu sein, ohne irgendwas. Zumindest sehe ich jetzt hierbei nicht. Nicht irgend etwas. Wir können ja mal reingucken. Auch da ist nicht viel mit reingucken, da ist nichts drin. Nicht mal eine Truhe. Nicht mal eine Truhe. Aber wir können mal so ein Schnellreiseticket ausprobieren. Wofür haben wir die Dinger? Hier. Schnellreise. Kuppel der Jahreszeiten. Ja. Ich habe jetzt gehofft, jetzt kommt eine Animation.
Aber nein. Okay. Dankeschön für das Herbringen. Dann reden wir nochmal mit ihm. Ganz genau, das ist so. So viele Hyänen fallen, ein sprechender Riesenfisch und gruselige Riesenkäfer. Meine Eltern werden geschockt sein. Oder wütend. Hm. Riesenfisch? Naja, was ich auch im nächsten Tempel befinden mag, ich kann es erledigen. Ich werde das hier zu Ende bringen und alles wird sich im Guten wenden. Luchtan, ich hab dich gewarnt, wir sind Fechter. Wir leben im Rampenlicht, wir werden bekritzelt werden. Aber wen juckt's, dein Vater gab dir diese Bärenfellmütze und vertraute Samhain deiner Obhut an. Apropos Samhain, meine Mama hatte recht. Sie sagte immer, dass sehr wenige Leute in Samhain leben. Aber dass eine Region voll mit wichtigen Geschichte ist. Bin mir eigentlich nicht sicher, woher sie das weiß. Jedenfalls, es war knifflig, sich durch den ganzen Sand zu kämpfen. Über den Sand in den Schluchten wirst du dir in Ostara keinen Kopf machen müssen. Nee, nee. Das nicht, aber es wird genügend Erinnerungen an Prinz Krokus geben, die es zu vergessen gilt. Hm. Man muss sich in Ostara keine Sorgen über Sand zwischen den Zehen machen. Nee, nee, ganz und gar nicht. Hm. Nein, aber es wird viele Erinnerungen. Ja, das hatten wir noch gerade. So, wir müssen jetzt mit dir reden. Du bist wohlbehalten zurückgekehrt. Du bist wohlbehalten zurückgekehrt, den Jahreszeiten sei Dank. Hm. Natürlich bin ich das, aber das war knapp. Ich stehe nicht so auf Käfer. Darum war dieser Golem extrem gruselig. Lass dir diesen Erfolg direkt zu Kopf steigen, Ari. So wird man berühmt. Jip, jip. Oh ja. Das ist nicht ganz korrekt, Daktan. Du hast Waldi mit einem ganz bestimmten Flair unterhalten. Aber gut gemacht. Ari, du, durch deine Forstlichkeit denken wir Erwachsene neu über und ein paar Dinge nach. Was meinst du damit, Rin? Es ist nicht leicht einzugestehen, aber es gab Zeiten, da hatte mich meine Angst fest im Griff. Was passiert? Ich diene dem Hof von Ostara, seit ich denken kann. Meine Familie war Ehrengast bei jeder Königinveranstaltung. Selbst als Lehrling nahm ich meinen Vater mit zum Schloss. Es war bei einem dieser Besuche, dass ich Hannah begegnete. Wir verliebten uns, aber wir mussten unsere Vernarrtheit geheim halten. Sie war eine Hofdienerin im Dienste des Königs und der Königin. Wir konnten nicht heiraten. Und beinahe 2 Jahre lang stahlen wir uns geheime Momente fort. Ich liebte sie von ganzem Herzen. Ich hätte so etwas sagen sollen, als ich die Chance hatte. Jetzt ist es zu spät. Aber die Angst hatte mich fest im Griff. Ich habe geschwiegen. Ich erlebte mit, wie sich die Beziehung zwischen der König und dem Prinzen verschlechterte. Ich habe schließlich meine Meinung darüber zum Ausdruck gebracht. Aber die Konsequenzen waren mannigfach und leider nicht für mich, sondern für alle Wächter. Das war der Zeitpunkt, als unser Status zu dem Hof, zu dem vom Hofnarren reduziert wurde. Es tut mir leid, Bryn. Wenn ich irgendwie helfen kann, werde ich es tun. Danke, Ari. Aber du behebst gerade den immensen Schaden, den Waldi erlitten hat. Und auf diese Weise sprichst du für uns alle. Jetzt, während du dich dem Herbstgolem gestellt hast, haben wir, oder eher gesagt ich, unsere nächsten Schritte geprüft. Wie war das, Bryn? Ich sagte nur, dass du und Luch dann wie Wildkatzen gezankt habt, während ich gearbeitet habe. Das stimmt in etwa. Es ist so lange her, dass ich einen Wachmann die Tempel betreten musste. Aber ich erinnere mich, dass der Eingang zum Tempel von Ostara in einer alten Höhle in der Nähe der alten saisonalen Kapelle versteckt war. Als ich zum Wächter des Frühlings ernannt wurde, gab mir mein Vater ein ganz besonderes Familienerbstück. Er trug mir auf, es zu beschützen und sagte, dass ich es benutzen müsse, falls ich jemals in die Kapelle der Jahreszeit nach Antworten suchen müsste. Ich vertraue es dir an, Ari. Nur für den Fall. Viel Glück, Ari. Dankeschön. So ist sie wieder ganz am Anfang. Mit wem müssen wir jetzt noch hin? Ich finde den Eingang zum Frühlingstempel. Okay. Was haben wir jetzt von ihm bekommen? Was hat er uns jetzt gegeben? Warte mal. Das sind die Dinger zum legendären Schlüssel. Ist das? Die hatten wir da abgegeben, die Fruchtsäfte.
Okay. Nur wie gesagt, Rüstung habe ich gerade nicht drauf. War unnötig. Gut. Frühlingstempel, wir kommen. Mal gucken, ob wir nebenbei noch ein paar Storchennester oder sowas mitnehmen können. Oder halt auch noch die Kristalle. Ist das der Frühlingstempel, wo wir jetzt langlaufen? Das ist doch Sommer. Frühling ist doch hier. Warte mal. Hierhin sollen wir zum Frühlingstempel? Sicher? Ich dachte, Frühling wäre hier. Ah ne, das wäre, glaube ich, Winterzeit. Ne? Das Winter. Das war jetzt die Wüste, was eigentlich, wo wir Herbst haben. Na, wir gucken mal. Kehre, finde den Eingang zum Frühlingstempel. Guten Tag. Everyone has good in them. You forgot yours. So. Warum immer der Frühlingstempel jetzt hier lang ist, ich verstehe es nicht. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass wir in diesen Bereich zurücklaufen müssen. Aber okay. So, ihr Lieben, hallo. Haust du mich mal nicht? Danke. Nächsten bitte. Komm her. Dankeschön. Und euch drei da vorne noch. Und hier vorne ist ja noch dieser. Jetzt können wir mal gucken. Jetzt haben wir ja die. Was sind das da oben? Ach, das ist dieses. Wenn wir jetzt beispielsweise hier machen. Okay, hier ist jetzt kein Wasser mehr drin. Das ist natürlich ärgerlich. Wäre schön gewesen, wenn es so wäre. Den machen wir, glaube ich, oben, ne? Machen wir auf dem oben? Ne. Wir wollten auf den hoch. Wir hätten es da, glaube ich, auch nicht hoch geschafft, ne? Wir haben hier Frühling, Winter. Das heißt, Sommer ist aktuell hier. So, die Plattform ist jetzt vereist, bringt mir aber herzlich wenig. Und Herbst? Bringt uns herzlich wenig erstmal. Gut, wir räumen erstmal kurz hier auf. Nur damit wir hier ungestört arbeiten können. Nächster bitte. Oha. Nein. Ich will nicht. So. Den Brief, der hier rumhing, den hatten wir schon gesammelt. Der hing ja über den Strahlen, das ging. Aber wir hatten überlegt, wie wir da hochkommen. Wir probieren es mal mit Frühling. Ah, guck mal, die Ranken. Wir lernen bestimmt noch, hier über die Ranken hochzuklettern. Alles klar.
Aber das können wir aktuell noch nicht. Gut, gehen wir jetzt erstmal in die Stadt rein. So, lass mich rein. Oh. Ich wollte eigentlich durchspringen durchs Feuer, aber gut. War vielleicht nicht so schlau. So, bevor wir jetzt danach weitersuchen.